Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Ja, wir sind unterwegs zum Eingang zur Mine, wo wir Lotko treffen wollen. Ich habe gerade keine anderen Aufgaben mehr. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo welche gibt, aber ich habe keine gesehen. Deswegen fliegen wir da jetzt mal hin. Und gucken mal, was uns so erwartet. Ich bin mal sehr gespannt. Ah, da müssen wir wieder durch, ne? Machen wir mal so. Ja. Dann gehen wir nämlich einfach durch. Ganz unbehelligt. So, hier waren, glaube ich, keine mehr drin, ne? Normalerweise. Außer da hat sich zum letzten Durchgang was geändert. Wir sind ja schon mal durchgelaufen, wo wir... den Phönix gerettet haben. Ich denke mal, ihr erinnert euch. Da waren hier auch keine mehr drin. Keine Kobolde. Oh. Die nehmen wir natürlich noch mit. Findet doch immer mal wieder noch was. So. Könnten natürlich auch den Hippogreif nehmen, aber ungern eigentlich. Ich ziehe den Besen vor, der geht, glaube ich, auch schneller. Gefühlt auf jeden Fall. Muss ich den Hippogreif mal bei uns aussetzen? Wobei kann ich gar nicht, ne? Den habe ich, glaube ich, immer in der Tasche. Ja, um den Hügel müssen wir herumfliegen. Ups. Was war das? Wow. Und da ist auch noch ein Troll. Ja.
überall die dunklen Zaubersprüche. Was geht dich das an? Wo bist denn du? So. Sind hier noch mehr Gegner, die hier rumlungern? Da ist noch eine Kiste. Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Ja, hat er. So, habe ich gerade noch eine Kiste gesehen. Das kann doch sein, dass wir die einfach... Nee, da ist nichts, was wir nicht hätten tragen können. So, das haben wir auch erledigt. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Dieser Ort stinkt nach Renrock und seinen Lakaien. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drinnen sein. Dann gehen wir mal rein. Konnten wir ja letztes Mal nicht. Da war die Aufgabe noch nicht. Noch mal einen auf den hier. Was für eine riesige Mine. Lodgok, wo steckst du? Was nicht? Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhängern. Mhm. Ich muss gut aufpassen. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Könnte, ja. Ja, ist da jemand? Ich werde nicht ruhen. Ja, fertig. Brauchst nicht ruhen. Revelio. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Hier ist sonst nichts. Okay. Dann nutzen wir den mal. Wie bei Gringotts. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Das ist gut. Wie tief es wohl hinabgehen wird. Das davor muss das Ende sein. Die Frage ist, will man bis zum Ende, ne? Okay. Der wird unser nächstes Ziel, wenn ich den finde. Wohin wohl diese Rohre führen? Ah, da geht's weiter. Muss hier nur gerade mal gucken. Ah, da kommen wir auf jeden Fall rüber. Frage ist halt, welches ist die Richtung, die ich nachher weiter muss? Wo kann ich nur looten und wo muss ich weiter?
Da geht's weiter. Und da geht's im Zweifelsfall auch nicht zurück. So. Ah, oh, ist alles so. Alles ein möglicher Weg. Da ist einer. Täuscht. Ah, falsch. Dafür werde ich was? Büßen, meinst du? Ich glaube nicht. So, hier haben wir auch noch mal was, wo wir entzünden können. Oh. Bringt mich das nach oben? Rebellio. Nee. Das täuscht. Klar war der nicht. Wenn ich nur diesen... Wow, lass das. Nö. War nicht alles. Es war absolut nicht alles. Den kann ich nicht. Kann ich nicht. Kiste. Noch was? Da oben kommen wir auch noch irgendwie weiter. Das ist echt immer die Frage, wo ist nur Loot und wo ist der Weg, wo man nachher nicht mehr zurückkommt zu seinem Loot. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Den da müssen wir noch. So. Da oben ist auch noch Loot.
Da haben wir noch. Da haben wir noch. Da unten ist noch irgendwo was. Rebellion. Was ist das für ein Symbol? Was mache ich damit? Ah. Okay, was kann ich denn damit machen? Jetzt geht's. Jetzt. Kisten. Ich liebe Kisten. So. Schloss. Gut, wenn man schon alle Stufen hat. Sehr gut. So, auch hier gibt es wieder Kisten. Kisten und Säcke. Loot einfach. Oh, waren nur die zwei, okay. Hier geht's dann auch nicht weiter, okay. Sehr gut, jetzt müssen wir noch hier irgendwie rüber. Ich dachte, er geht automatisch wieder runter. Aber falsch gedacht. So, hier kann ich übrigens bei... Nee, nicht hier. Da. Hier kann ich bei The Way auch mal noch da... eher das hinmachen. Den können wir jetzt nämlich als Kampfding noch ausrüsten. Wenn wir schon hier sind. Rebellion. Loot.
niemand. Zu spät, um deine Fehler einzusehen. Ja. Yep. Viel zu spät. Wohin führt er wohl? Weg vom bekannten Pfad vermutlich. Mit Incendio sollte ich das anzünden können. Confringo! Confringo auch. Nutzen wir den mal. Und gucken mal, wo wir hinkommen. Ah, damit kann ich auch wieder zurück. Okay, das ist schon mal cool. Kiste. Scheint aber alles hier zu sein. Was wir mitnehmen können. Ah, nehmen wir noch ein bisschen Geld. Deswegen können wir hier auch wieder zurück. Genau deswegen gibt es hier einen Rückweg. Gibt es vielleicht bei dem anderen auch, weiß ich gar nicht. So. Da liegt noch was. Henrik ist hier. Ich hoffe, dass Lodgok ihm nicht über den Weg läuft. Ich hoffe, ich erreiche Renrock vor Lodgok. Jetzt wird's spannend. Rebellion. Wir gehen mal in den Unsichtbarkeitsmodus. Sicher ist sicher. Rebellion. Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird zerstört. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Hoppala. Besiege alle Gegner. Können wir den Troll auch von hinten? Das wäre natürlich mega, wenn wir den auch mit... Lass du das. Lasse alle Säulen zusammenbrechen, um den Bohrer zu zerstören. Okay.
Puh, die haben wir noch gekriegt. Wie mache ich das? Ich muss den Bohrer irgendwie stoppen. Da komme ich nicht durch. Das ist ungünstig. Nö. Egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gog. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du, wo es war? Nicht! Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gog. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie... Wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackmores letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Nein! Avada Kedavra! Ich kann gerade nichts tun. Armer Lord Gog, vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass er gegen ihn kämpfen müssen. Und jetzt raus aus diesem verfluchten Ort. Ich hätte erwartet, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil kann man jetzt davon ausgehen, dass Renrock tot ist? Eher nicht, oder? Moment. Hier bin ich falsch, oder?
muss nur noch nach oben. Hier sind wir richtig. Revelio. Irgendwelche Kisten übersehen? Ne, das sind nur noch die Sachen, die ich eh nicht aufheben konnte. Ne, hier sind wir richtig. Wo geht's hier noch hin? Nirgends. Ich hatte jetzt echt erwartet, dass wir gegen Renrock kämpfen müssen. Aber gut, offenbar nicht. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich muss mich mit Feg in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Ja, damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.